aus dem kleinen Vergnügungspark Bumble Beach einen florierenden Freizeitpark, mindestens 57 Besucher. Bis Ende Oktober Jahr 2 eine Parkwertung von 600 mindestens. Geht also mit dem Eintritt hoch, 10 Mark. Dann gucken wir mal an, was hier schon gebaut ist. Ich glaube, dieser Park hat auch so ein bisschen ein Vorbild. Da gibt es, glaube ich, in den USA oder in England auch so einen Park, der direkt an der Küste ist. Ich weiß allerdings jetzt nicht genau, was da jetzt hier beim Main ist. Ich weiß mal, wo ein Mark eintritt. Müssen wir eine Standardeinstellung vornehmen. Müsste aber jetzt auch nicht, glaube ich nicht. Oh, das ist mal drin. Wir schon einen Grund haben, warum das so ist. Intonation ist schon da, hier unten ist noch ein Riesenrad. Big Wheel, eine Marke Eintritt sollte in Ordnung sein, finde ich. Und dann haben wir unser Info ist. Ich möchte einen traditionellen Marktgewinn machen bei einem verkauften Produkt. Und die Achterbahn, das ist einmal der Big Dipper. Das ist einfach so. Eintritt gehe ich mal auf 5 Mark. Musik raushauen. So, und damit hätten wir jetzt das erste Mal gemacht. Das Budget, achso, wir haben 5000 Anfangsgeld und ein Darlehen von 10.000, also naja, schon fies von den Entwicklern das so zu machen. Jetzt muss ich mal etwas einstellen, Hilfskraft und Mechaniker noch keiner. Stelle ich erstmal 2 ein, sollten erstmal für den Anfang reichen in meinen Augen, dann auch mehr Hilfskräfte. Erstmal das Standardprogramm reinzubringen. Zu starten mit 2 Kräfte im Bereich. Nee, 3. Das ist schon ein Aufseher am Laufen oder eine Hilfskraft, die ausschließlich Rasen mäht, denn das ist die Park, die Rasen gemäht ist. Er ist ein guter Park. Und natürlich hier das Forschungs- und Entwicklungsbudget ganz nach oben. Ich habe gerade gesehen, mein Headset war nach oben gestellt. Ich hoffe, das macht nichts. Ich hoffe, man hat es trotzdem ein bisschen verstanden. Ich werde jetzt nicht extra nochmal neu die Aufnahme starten. Vielleicht werde ich die Stelle dann einfach entsprechend lauter machen, solange es nicht allzu extrem rauscht. Also, Entschuldigung. Falls es doch nichts zu hören war, ich habe jetzt erstmal die Eintrittspreise angepasst und die Attraktion angepasst von den Einstellungen her. Habe die ersten Mitarbeiter eingestellt. Und ja, es gab eine Stimme für Bumble Beach und das heißt, wir spielen das jetzt. Gucken wir nach einer Attraktion, Miniatureisenbahn, eine Einspurbahn ist dabei, dann hier wird das übliche Gedöns. Gehen nach der Bahn, Twister, Bootsverleih und der Eisverkäufer. Ich glaube, konnte man hier eigentlich Land kaufen? Bin mir gerade nicht sicher. Ich würde sogar sagen, fast nicht. Ach doch, man kann Nutzungsrechte hier kaufen, das heißt, wir können dann im Prinzip hier oben überbauen. Aber es sind halt nur die Nutzungsrechte. Baugenehmigung. Aber nicht, naja. So, also fangen wir an. Der Rasenmäher-Mensch mäht schon fleißig den Rasen. Und jetzt bauen wir erstmal hier einen Twister rein. Eine Attraktion. Da hat gerade einer hingekotzt. Habt ihr das gesehen hier? Der Twister ist im Prinzip eine Attraktion, die in keinem Park fehlen kann. Ich bin da selber noch nicht mitgefahren im RL und werde das wahrscheinlich auch nie machen. Weil meine, wie heißt das hier so schön im Spiel? Meine Übelkeitstoleranz ist eher gering. Ich meine, ich bin schon Colossus gefahren und hier im Europapark diesen, wie heißt's? Silver Star, aber danach, naja, war ich halt den Rest des Tages nicht mehr ansprechbar. Wenn ihr versteht, worauf ich da hinaus will. Da habe ich mir sozusagen das Mittagessen oder was auch immer es da im Park gab, nochmal durch den Kopf gehen lassen. Und daher bin ich da eher ein bisschen zurückhaltend.
was das Fahren auf solchen Attraktionen betrifft. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich das total eigentlich schade finde. Aber vielleicht kennt der eine oder andere von euch ja einen Trick dagegen. Wenn ja, dann schreibt es einfach unten in die Kommentare rein. Achso, jetzt habe ich gerade vergessen, den Twister zu öffnen. Wie dumm von mir. So, naja. Als nächstes gibt es dann eine Achterbahn. Aber ich möchte jetzt gerne erstmal Attraktionen bauen. Riesenradhammer. Ne, Geisterhaus fehlt noch. Ich stelle mal mit hier hinten rein. Hinten wird es ein bisschen so eine. Oder? Vielleicht doch dahin, wo das Karussell ist. Ne, hier hinten. Den Platz, den bräuchte ich eigentlich gerne für größere Attraktionen. Also stellen wir es doch hierher. Auch hier probieren wir es erstmal mit 2 Mark Eintritt, auch wenn ich glaube, dass es vielleicht nicht so ankommen wird, dieser Eintrittspreis. Aber wir müssen es natürlich immer probieren. Und wenn hier nämlich alles läuft, wird es ein sehr kurzes Szenario mit maximal 8 Folgen, vielleicht auch knapp 9 Folgen, je nachdem. Also wir sind ja relativ schnell durch, wenn alles in Ordnung ist, weil es sind ja bloß 2 Jahre. Und 2 Jahre sind ungefähr 8 Folgen. Man spielt an einem Jahr hier in-game ungefähr eine Stunde. Plus minus wenige Minuten, würde ich mal spontan sagen. Ist mir jetzt so meine Erfahrung hier von den Let's Plays. Na, der erste ist schon nicht reingegangen. Ich möchte gern... Ach, die wollen was Aufregenderes. Naja, okay. Irgendwo auch verständlich, aber Karussell haben wir schon. Autofahren, das wird bestimmt einen Haufen Kohle reinbringen. Aussichtsturm, naja, baut man hier einen Aussichtsturm? Ich weiß ja nicht, ob das so erstrebenswert ist, sich hier diese tolle Reihenhaussiedlung anzugucken. Wir bauen erstmal eine Rutsche. Eine Rutsche, die kommt ja immer sehr gut an. Das ist ja immer richtig der, wie sagt man, in der Marketing, im Marketing-Geblubber, die goldene, die Cash-Cow oder sowas. Ja, ne? Müsste ich eigentlich wissen, berufsbedingt, aber das weiß ich halt nicht. Ich glaube, Cash-Cow heißt das, ne? Passiert dorthin? Ja. Schön lange Warteschleife, weil, wie gesagt, ich rechne damit, dass die einem hier die Bude ein... Ach nee, Moment, ich kann den Ausgang doch auch anders bauen. Ach nee, es geht nicht. Schade. Oder vielleicht doch, dann müsste ich nochmal einmal komplett abreißen. Ich wollte nämlich den Ausgang hier mit an den anderen Weg anbinden. Ah ne, es geht nicht. Schade, Achterbahn im Weg. Hm, das ist natürlich blöd. Was machen wir da? Hier hinten will ich es eigentlich noch nicht ranführen. Hier hätte ich gerne das Auto fahren dann hin. Dort ist auch Achterbahn im Weg. Wollten wir dann noch ein bisschen Platz, vielleicht hier. Ne, okay, ich stelle mal es halt hier her. Ne, ich will das nicht hier. So will ich es haben. Ja, das ist blöd an dem Spiel, dass sich das automatisch verbindet. Eintrittspreis für den Park ist noch zu günstig, aber das höre ich doch sehr gerne. Da müssten wir dann gleich nochmal eine kleine Preisanpassung machen, aber ich will erstmal gern die Rutsche fertig bauen. Ich probiere es auch hier mit 2 Mark am besten. Aber dafür biete ich halt wieder, wie immer, unbegrenzte Anzahl pro Fahrschein. Und das ist, glaube ich, das Erfolgsrezept der Rutsche. Die Leute können für 2 Mark so oft rutschen, wie sie wollen. Und ich glaube mal, das zieht die Leute halt an. Gerade wenn die Leute so überhaupt kein Geld mehr haben, haben die halt so die Möglichkeit, überhaupt nochmal mit irgendetwas zu fahren. Und jetzt machen wir erstmal die Preisanpassung. Ist die Frage, verdoppeln wir oder gehen wir erstmal auf 15?
gehen erstmal auf 15, würde ich sagen. Weil ich will ja nicht gleich so gierig sein. Und so viele Attraktionen gibt es ja auch noch nicht, dass das irgendwie einen Preis von 15 Mark rechtfertigt. So, Achterbahn ist eine Mini-Achterbahn als nächstes. Okay, das nehmen wir erstmal so zur Kenntnis. Jetzt baue ich hier noch... Was haben wir eigentlich für Theming? Noch gar keins. Oh, jetzt baue ich erstmal hier noch ein... Muss ich erstmal nach dem Weg gucken überhaupt. Ja, können wir machen. Bauen wir dann nämlich hier so ein Auto vorn hin auf diese, wie will man es nennen, Kuppe, Hügel, Erhöhung. Gipfel ist es ja eigentlich nicht. Es ist ja mehr nur so ein, hier geht es halt ein Stück hoch. Kleines Auto fahren rein. Ich habe heute übrigens einen Ford Mustang gesehen, hat mich wieder sehr gefreut. Ich weiß, interessiert euch wahrscheinlich überhaupt nicht, aber ich wollte es einfach mal gesagt haben. Schönes Auto ab 2015. Gibt es den ja auch dann endlich offiziell in Deutschland nach. Was? Wie lange gibt es den schon? 40 Jahre oder sowas? Also längst ein Schritt, der irgendwie in meinen Augen überfällig ist, dieses tolle Auto nach Deutschland zu bringen. Obwohl, dann ist es schon wieder, dann sieht man den vielleicht an jeder Ecke und dann ist es schon gar nicht mehr so was Besonderes, wenn man einen Mustang sieht. Ich weiß, First World Problem, aber ich freue mich da immer so ein bisschen, wenn ich ihn sehe. Und wie gesagt, ich habe da so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man dann irgendwie übersättigt ist, wenn man dann ständig einen sieht. Draußen, in der freien Wildnis, in der freien Wildbahn sozusagen. Schwer zu sagen. Aber wie gesagt, der Schritt, den in Deutschland auch anzubieten, längst überfällig. Auch wenn ich es natürlich blöd finde, dass man den nicht für die US-Preise kaufen kann. Also sozusagen die US-Preise in Euro umgerechnet. Sondern dass die ihr eigenes Preismodell haben. Sonst könnte man sich nämlich schon für knapp 20.000 einen Mustang kaufen. Oder sagen wir 16.000, 20.000 umgerechnet, je nachdem wie der Kurs gerade ist. Wenn man auch den Dollarpreis umrechnet, aber so muss man dann vielleicht 30.000, 40.000 bezahlen. Eigentlich, naja. Also ich finde es schade, dass die Preisgestaltung so ist, aber gut. Wobei Deutschland und USA, die haben... Ich würde sagen, jetzt auch nicht so eine unterschiedliche Wirtschaftskraft. Also es ist ja relativ... Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und sage, das ist eigentlich gleich stark. Vom Kauf... Wie sagt man? Von der Kaufkraft? Oder jedenfalls ähnlich. Na gut, in den USA hat das Auto natürlich auch einen ganz anderen Stellenwert. So, machen wir auf das Ding hier. Kommen die ersten Leute auch schon rein. Hatte ich hier Musik reingehauen? Ja, die Sommerstimmung ist drin. Jetzt habe ich auch wieder genug Attraktion. Jetzt stelle ich hier nochmal Mechaniker ein. Ich runde immer auf 5, wie ihr wisst. Der kann nochmal Rasen mähen hier. Ein bisschen. Ja, der Ford Mustang in Deutschland. Coole Sache, freue ich mich schon, wenn es den, auch wenn ich mir den wahrscheinlich eh nie leisten werde, bei meinem Job sowieso nicht, bei meinem derzeitigen Arbeitgeber mit dem großzügigen Gehalt, was knapp über den Mindestlohn liegt, so vom Stundensatz her. Da haben die Leute, die bei Lidl an der Kasse sitzen, die haben da mehr. Und die Leute, die bei Amazon die Pakete einpacken, oder wie sagt man so schön? Jeder seines eigenen Glückes Schmied. Und eigentlich müsste ich schon längst da mal was getan haben dagegen. Weil auf Dauer macht das nämlich keinen Spaß mehr. Da irgendwie für... Als gelernte Fachkraft...